Okay, auf derselben Ebene sind zwar, aber die sind auch noch alarmiert. Archive. Und wo soll ich lang? Ich soll rechts lang. Gar nicht so weit. Aber ihr kennt mich, ich will alles auskundschaften und erforschen. Hier ist aber ziemlich ruhig, oder? Dann hacke ich mich doch mal rein. Und schau, was ich tun kann. Ob ich was kann. Zugriff gewährt. Okay, das war einfach. Alarmtafel. Gut, hier könnte ich rein. Was ist hinter der Tür? Interessante Bildschirme habt ihr hier, Leute. So sieht also ein Datenzentrum in der Zukunft aus. Wenn ich das bloß lesen könnte. Ah, das kann ich lesen. Modell Nummer 3459876 King Pop Poppy Corporation. Ah. Drain Main. Main Drain. Ah. So. GVU. Was auch immer das bedeutet. Und da kann ich eigentlich. Okay. Gleichzeitig den, gleichzeitig den. Mich selber absichern. Der ist schwächer geworden. Durch Spam. Ah, durch Spam werden die langsamer. Gut, dass sie das endlich mal lernen. Zugriff gewährt. Fein. Und was ist das? Dringend Antwort erbeten. Na, das kennen wir schon. Moment. Mithilfe von so hohem Konto? Hatten wir das nicht in Seraph auch? Wenn ich dann an diesen Millionenskandal denke, vielleicht war genau das die Nummer, mit der die ihn gekriegt haben. Okay. Vielleicht will mir das Spiel wirklich das damit sagen. Aber mal in das andere Archiv hier noch gucken. So, was haben wir hier? Wir haben eine Freigabe, wenn ich das jetzt. Nee, das ist Transfer. Das oben ist Spam. Ich gehe also erstmal in Richtung. Ah, das war jetzt uncool, weil der Klick nicht geklappt hat. Dreck. Dauert viel zu lange. Bitte, 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 bitte. Und Zugriff ja, gewährt. geht. Puh. Das hat jetzt zwar einen Stoppwurm gekostet, aber war's mir wert, hoffe ich. Der Holländer. Okay. Von Narain Sonnem an Quan Sinem. Schlechte Neuigkeiten. Peng sagt, dass Windmill ihnen entwischt ist. Oh, ich glaube, wir waren da maßgeblich dran beteiligt. Irgendjemand hat ihm geholfen. Na, wie ich es gesagt habe. Und damit sind diese ganzen Easter Eggs, die er in unserem System versteckt hat, auf einmal zu unserer größten Sicherheitsgefahr geworden. Alarmieren Sie das Team. Wir müssen vielleicht jede Zeile Code einzeln absuchen, bis wir sie finden. Narayan. Okay. Und nochmal eine Schublade. Eine leere. Das ist jetzt ein Witz, oder? Übelst hartes Hackrätsel und dann soll ich es noch so. Werde ich so abgespeist? Na egal, ich muss da rein. Da ist jemand. Und ich bin an der Stelle auf jeden Fall nicht sicher. So, arbeitet da jemand oder? Da ist noch was auf dem Tresen. Oh, Sicherheitsmann. Zwei. Okay. Wenn der hier um die Ecke kommt, kann ich ihn im Nahkampf auf jeden Fall erledigen. Besser wäre, wenn ich an der anderen Ecke stehen würde. Ah, er geht in den Raum rein. Das Problem ist, wenn ich einfach in den Raum gehe, sehen die mich durch die Glasscheibe. Ganz easy. Also muss ich den Typen irgendwie auf die Idee bekommen. Oh, da sehe ich gerade, dass noch einen Rechner zu hacken. Komm, das mache ich jetzt einfach.
Und die Kamera trifft mich damit nicht. Aber jetzt aufpassen, ob der Typ denn... Was der Typ denn im Raum macht. Ah, ich kann da nicht... Er ist nicht mehr drin. Oh, er ist zurückgegangen. Energy Pack. Sicherheitsstufe 3. Xu, kein Code. Ich habe ein Update bekommen. Dann ist das der richtige Rechner oder was? So, und ich habe die Freigabe und ich habe den Spam. Ist die Freigabe? Und das. Und... Das geht locker. Zugriff gewährt. Gut. So, jetzt geht's los. Ha. Biochips für Limp. Die Bestellung ist riesig, aber wenn Madame Sao etwas will, haben wir keine andere Wahl als zu liefern. Ich lasse mir etwas einfallen. Wissen Sie, wofür die Dinge überhaupt gut sind oder warum Limp so viel davon braucht? Oder ist das eine blöde Frage? Bogin. Zixin schrieb, Bogin, mir sitzt das Penthouse im Nacken wegen der neuen Biochip-Bestellung. Wir dürfen uns bei der Sache keinen Fehler in der Produktion erlauben. Kriegen Sie das hin? Wir müssen die Bestellung in einer Woche bei Limp zum weltweiten Vertrieb haben. Sonst sind wir beide dran. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das hinkriegen. Okay, Eilauftrag. Neuer Nervenschnittstellen-Protochip. Ich pausiere, oder ihr könnt pausieren, ich lese es jetzt nicht vor. Und ich scroll runter. Da ist nichts. Okay. Das mit dem Passwort kennen, mit dem Ding kennen wir. Mit dem Postfach. Okay, der ist gerade auf dem Rückweg. Nicht gut. Ich könnte ihm in den Raum folgen. Wäre jetzt zu auffällig, wenn der Typ in der anderen Ecke wäre. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich muss an dieses Terminal daran, um dieses Licht auszuschalten, also diese Überwachungskamera. Da drin ist auch noch ein Rechner. Mhm. Wenn ich es nicht schaffe, ist hier gleich die Hölle los. Das ist immer mein Hauptproblem. Und ich habe keine Betäubungsmedizin. Das ist auch noch ein Problem. Juckt die das? Merken die das? Offenbar nicht. Und sobald ich mich kurz zeige, war es das für mich auch wieder. Ich glaube, ich schleiche mich gleich hinter ihn. Das sieht nämlich ganz gut aus, wenn der jetzt wieder abbiegt. So. Dem Kumpel ist es noch nicht aufgefallen. Mal schnell um die Ecke ziehen. Hoffentlich wundert er sich nicht schon, wenn sein Kumpel nicht um die Ecke zurückkommt. Oder seine Knarre da dran liegt. Nee, kein E-Book lesen. Nicht jetzt! Vielleicht ist dahinter auch noch was. So, wie komme ich jetzt an seinen Kumpel ran? Er könnte natürlich jetzt auch hier um die Ecke kommen und ich batze ihn um. Das wäre auch praktisch. Okay, hat das gesehen? Hey! Hey! Was ist passiert? Schlag Alarm! Nein! Verdammt! Ich glaube, das war eine Sekunde zu spät. Aber ich kann das gleich wieder ändern. Ah! Gut gemacht! Gerade noch rechtzeitig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das noch mitschneidet. Zugriff gewährt. Okay.
Inaktiv. Ah. Nein, das ist noch an. Warum ist das noch an? Hä? Okay. Nicht so schlimm. Ich habe hier noch ein E-Book. Dafür muss Zeit sein. Und ihr könnt pausieren. Und ich drück weiter. Und ihr könnt pausieren. Und ich drück weg. So. Das wollte ich wegtun. Genau. Hm, das könnte ich natürlich auch nutzen, um diese Kamera zu umgehen. Mal sehen. Hier ist alles ruhig. Alles friedlich. Okay, hier bin ich. Hm, ich kann mich nicht ducken. Der ist freigeschaltet. Sieht mich die Kamera da? Ihr könnt pausieren und ich gehe weiter. Und ihr könnt pausieren und ich mach's zu. Das ist der Vorteil, wenn ich nicht alles durchlesen muss. Elektroschockpfeile. Leider keine Gun dazu. Die hätte ich aber inzwischen gern. So. Ich will aber in dem Raum noch mehr entdecken. Wieso kann ich das Ding nicht abschalten? Ha. Ja komm, dreh dich weg. Geh weg. Oh, der Lichteffekt an der Decke ist toll. Okay. Oder habe ich das Ding... Halt, das wollte ich nicht. Oder habe ich das Ding dadurch deaktiviert? Ich weiß es nicht. Dass es halt immer noch rumfährt, aber nicht mehr ausschlägt. Wäre halt auch noch möglich. Da war doch eben eine Schublade. Die schlägt aus. Sehr geil. Egal, ich gehe da jetzt einfach durch. Verdammt, das bringt mir nichts. Es kommt aber auch keiner. Er kommt in meine Richtung, okay, das ist nicht gut. Hm. Wo muss ich mich versteckt halten? Ich könnte das Ding in den Weg stellen. So. Das hätte ich vielleicht von vornherein machen sollen, mich mit dem Ding da entgegenstemmen, aber ich kann doch in den Raum gehen. Da ist es dann gerade egal. Den hatte ich nämlich vergessen. Hm. So, das. Oh mein Gott, das Ding ist schnell. Zugriff gewährt. Okay, das musste ich so machen. Puh. Und das sieht wichtig aus. Toll. Das sind die Operating Systems. Das muss ich mir merken, dass die Bildschirme immer ziemlich bunt sind, wenn, wenn diese Hauptpulte, ja, wie soll ich sagen, da sind. Ja, sag mal. Zugriff gewährt. Okay, hat geklappt. So, was haben wir hier? Türen, keine Verbindung. Toll. Das hätte ich früher wissen müssen. Und ich habe noch was gefunden. Login ist... Nein. Computerpasswort. E-Brain. Wofür müssen Sie an den Zentralrechner? Das war aber jetzt nicht der. Egal, ich habe das Ding. Also ist gut. Elektroschockpfeile. Sonst nichts. Alles wieder ruhig. Heißt, er ist resettet. Perfekt. Jetzt kann ich machen, was ich will. Kann ich fette Party feiern. Neues Passwort. Büro der Geschäftsleitung im offenen Bereich 2967. So, das haben wir. Das haben wir. Den nehme ich auch noch mit. Das ist der E-Brain. Zugriff gewährt. So, was haben wir? Hyronprojekt. Könnt ihr pausieren? Ich drück's jetzt weg. So. Ja, ihr werdet richtig gefördert in meinem Let's Play. hatten wir das schon? Ich weiß nicht ganz. Okay, einmal pausieren. Und nochmal pausieren. Und ich schließe. Da haben wir noch was. Credits. So, dann haben wir den noch hier. Neuer Biochip.
Oh, 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 oh. Der ist unterwegs. Waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. Verdammt! McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Vermutlich nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical. Okay, schnell. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong deutlich an. Ja, ich glaube, er kommt gerade um die Ecke. Zugriff gewährt. Inaktiv, okay. Und weg da? Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish. Nee, er kommt nicht um die Ecke. Okay. Noch nicht zumindest. Oh, verdammt, das ist nicht gut. Ich mag diese Roboter nicht. Zumal. Wartet mal. Hack-Analyse-Erweiterung. Wo waren das? Cursor-Knoten, Entdeckungsrate einzublenden. Datenspeicher, Inhalt betrachten. Nein. Schleichoptimierer, Infolink. Haben wir alles? Hacken verstärken. Das war die Klassifizierung des Knotens. Das hatte ich, glaube ich, von selber. Senkt die Gefahr der Entdeckung. Wo war das? Übernehmen. Ah, hier. Ich hätte sogar 2 Punkte, um Roboter zu übernehmen. Und das kann ich dann an einem Terminal machen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ja. Und ja. Und zwar will ich das nutzen, weil der Dinger eh schon aktiv ist, gehe ich jetzt in den Raum zurück und dann müsste ich möglicherweise... Mal gucken, ob das hinhaut. Bitte, bitte... Gegner. Okay. Herrlich. Jetzt greifen die ihre eigenen Leute an, wenn ich das richtig verstehe. Und ich mache nochmal einen kurzen Save. Und ich finde, bisher schlage ich mich noch ganz gut. Dafür, dass es schon wieder normal ist. Die Aktien von Enpro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte das zählt für mich. Waren, Präsident interessant. McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe okay, Scharfschütze. Erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Das ist ja geilo. Der geht ja voll ab. Ja, er beschäftigt euch. Hahaha. Und ich gucke erstmal hier rein. Was wir hier haben. Ich hätte auch mal gerne wieder so ein paar Punkte fürs irgendwie rumschleichen oder so. Okay, ich kann da gleich rein. Und der Raum ist aus aktuellem Anlass unbewacht. Glaube ich. So, haben wir nichts. Gehe ich jetzt mal den direkten Weg. Und... Zugriff gewährt. Ja. Kein Thema. Zugangscode Büro der Chefleitung 3090. Verdammt. Was? Wer hat mich denn gesehen? Der Roboter? Das ist doch meiner. Oder nicht? Werde ich gleich erfahren. Wer hat mich jetzt gesehen? Ah, nichts passiert. Peps Energy Pack. Peps. Oh. Was ist das? Sowas wie ein Nahkampf-Elektroschocker? Mach mal zu. Was haben wir hier? Maschinenpistole, eine Gasgranate. Oh, Gasgranate. Moment, Momentchen mal hier. Raus damit, raus damit. Die EMP-Granate nehme ich mal daran. Und die Gasgranate, wow, hey, das ist ja cool. MP-Munition, auch wenn ich das jetzt eigentlich nicht benutzen will. Und das jetzt auch ganz gut klappt im Moment. So, und ich will wissen, was dieses Peps-Ding ist. Ah, MP weg, Betäubungsgewehr. Nein, Sturmgewehr. Puh.
Ja, komm, schweren Herzens, es muss aber sein. Das Ding nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Okay, das... Nee, das ist meiner. Ah, der andere hatte mich entdeckt. Okay, und was ist das jetzt? Ich glaube, das ist... geil! Okay. So, der ist auf meiner Seite. Heißt, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Will ich hier überhaupt rausgehen? Zu der Seite schon? Ah. Da war ich schon drin. So. Hier hat er die über den Haufen geballert. Immerhin kann ich die auch looten. Hi, Kleiner. Wie findest du das hier? Das hast du... Wow, du hast echt reife Arbeit geleistet, Kleiner. Das ist ja mal... Wow. Jetzt sollte er anfangen, Geräusche zu machen wie R2-D2. So, Nemuni Iron Fist. Ist ja lustig. Du bist toll. Toller Soldat. Ist das sein Büro? Ich glaube weniger. So kann man sich irren. So, wir haben das... Okay, das... Und ich mach weiter. Gut, dass ich euch gewarnt habe. So, und ihr könnt wieder pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Und ich mach das Ding zu. Ah. Oh, das finde ich jetzt richtig cool, dass ich so einen Elektroschocker habe. Der dürfte nämlich gegen Menschen als auch diese Wachroboter sinnvoll sein. Oh, oh. Komme ich da nicht her? Nee, offenbar nicht. Mal gucken. Nö. Nö, ganz sicher nicht. Okay. Okay, okay. Da komme ich her. Ich komme also hier rein. Da ist der Security-Raum. Ich kann also eigentlich nur in die Richtung weiter. Habe ich da noch einen Raum zu gehen? Nö. Nicht? MP-Munition. Okay.